Jeder von uns braucht Unterstützung. Natürlich auch eine Veranstaltung wie dieses internationale Springturnier in der Arena Nova im Rahmen der Messe Apropos Pferd. Aber auch die Reiterinnen und Reiter. Und einer, der beide unterstützt und das wirklich auf tolle Art und Weise, ist der Gerald Makel mit seinem Unternehmen R34. Erst einmal auch seitens des Veranstalters herzlichen Dank, hier diese Juniorentour wieder zu unterstützen. Die Motivation ist klar. Es ist die eigene Tochter. Es ist die Motivation eigentlich gar nicht die eigene Tochter, weil die hätte die Unterstützung durch das Elternhaus sowieso. Aber wir haben derzeit das Glück, eine große Anzahl von jungen Reiterinnen und Reitern in Österreich zu haben. Und gerade auf dem Sprung zwischen Junioren und zu den ganz Großen hinauf, glaube ich, ist ein wenig Unterstützung ganz gut, denn das Geld bleibt meistens sowieso bei den Großen oben hängen. Das ist wohl wahr. Und es ist ja eigentlich dieser Nachwuchs, auf den wir uns freuen, den der Reitsport ja auch braucht. Jeder, der hier irgendwie in den großen Preisen erfolgreich ist, war mal ein ganz junger, obwohl man es beim Vorjahressieger ja nicht glauben sollte. Ja, da haben wir recht. Also ich gratuliere ihm von hier aus. Er hat ja gestern wieder einen sensationellen Ritt abgeliefert. Aber ich glaube, es ist Zeit, dass wir die Jungen auch ein bisschen wieder unterstützen und ins Rampenlicht drücken. Und genau das ist die Intention des R34 Junioren Cups. Denn hier können sie unter sich reiten, sie können auf hohem Niveau reiten, wie wir heute gesehen haben, es hat nur 4-0er gegeben. Und auf der anderen Seite haben sie aber doch die Chance, auch in eine Siegerehrung hineinzureiten. Denn gegen Profis wie den Hugo brauchen meine Mädchen noch nicht antreten. Aber schauen wir mal, was in 2-3 Jahren wird. Er fürchtet sich schon ein bisschen vor den Jungen, er freut sich aber auch immer, wenn ihn die Jungen dann irgendwo übertrumpfen, das weiß ich. Das eine ist es zu unterstützen, ein bisschen finanziell auch dabei zu sein. Das andere ist aber auch dieses Mitleben. Wir haben es gerade gesehen, also vor allem, wie die Anna geritten ist, aber beim gesamten R34-Team, da hält es dich ja überhaupt nicht auf den Sitzen. Was ist denn der eigene Bezug zum Pferd eigentlich? Ich bin selbst mit 45 Jahren zum ersten Mal auf ein Pferd gestiegen. Meine Frau und meine Tochter haben mich überredet. Und mittlerweile haben sich in unserem Stall 9 Pferde angesammelt, wovon 2 ich auch reite. Also auch bei mir ist mittlerweile das Fieber zum Pferd total ausgebrochen. Und ich versuche so oft als möglich Zeit zu haben, auf dem Pferd zu sitzen. Und dann hier auch nicht am Sitz kleben zu bleiben während der Prüfung. Das war ganz, ganz sensationell. Herzlichen Dank. Ja, der Puls ist bei den Mädels immer weitaus höher, als er bei eigenen sportlichen Aktivitäten ist. Aber es ist halt, von außen ist man auch extrem stolz, weil ich so tolle Mädchen bei mir im Team habe. Und ich glaube, ich habe sie alle gut ausgesucht. Sie passen zusammen, sie halten zusammen, sie kämpfen zusammen. Und wie wir heute gesehen haben, sie siegen zusammen. 3 Mädels aus meinem Team in der Siegerehrung, das ist schon was. Das ist absolut was. Herzlichen Dank. Gratuliere dir zu diesem großartigen Team und noch einmal danke für die Unterstützung des Turniers. Danke, dass ich hier sein darf. Servus. Uppercut.